Ja, die ganze Sache ist deshalb eine Trilogie, also die Kunst, ein Mann zu sein, der König von Kreuzberg und der Elfenbeinturm, weil alle drei Filme dieselbe Form haben. Also dieser Kommentarsprecher, diese schräge Musik und sind alle schwarz-weiß und die Hauptdarsteller sind immer dieselben. Also das heißt, es ist so eine Art Fortsetzungsroman. Deshalb ist es auch eine Trilogie. Also es passt zusammen. Man kann zwar alle drei Filme unabhängig voneinander sehen, aber wenn einem einer gefallen hat, dann gefällt einem eigentlich auch der nächste und so weiter. So, dass die Sache praktisch, der erste Film zieht den zweiten nach sich und der zweite den dritten, beziehungsweise wenn man den dritten zuerst gesehen hat, dann wird man neugierig auf den ersten und das ist ganz gut. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und warum das alles? Unser junger Held will es herausfinden. Aber wie löst man ein Rätsel, das die Menschheit schon seit der Antike beschäftigt? Ja, bei dem allerersten Film, da war es so, da hatten wir noch überhaupt keinen Kameramann, da waren es nur Rashid und ich, also die beiden Typen, die sich eigentlich durch alle drei Filme irgendwie durchlavieren, und da haben wir gegenseitig die Kamera gemacht. Also wenn ich im Bild war, hat er mich aufgenommen, wenn er im Bild war, habe ich ihn aufgenommen, und wenn wir beide im Bild waren, dann haben wir eben irgendjemand gefragt, der gerade rumstand, ob er nicht mal auf die Kamera drücken kann. Also da haben wir ein Stativ gehabt und dann alles eingestellt und dann musste derjenige nur noch drücken. Beim zweiten Film hatten wir dann schon einen richtigen Kameramann, aber da war alles auch noch sehr einfach. Und da haben wir auf Umkehrmaterial gedreht und ja, das war alles noch sehr holprig. Und beim dritten Film ist alles ein bisschen professioneller geworden, aber immer noch alles improvisiert. Zum Beispiel haben wir nicht wie hier, wo gepudert wird, nie gepudert, die Gesichter, aber das sieht man auch nicht. Ja, die Finanzierung der drei Filme war immer bei allen drei Work in Progress, ja. Also wir haben immer angefangen, hatten dann irgendwas zu zeigen, haben darüber wieder Leute gefunden, denen es gefallen hat, die haben uns ein paar tausend Mark gegeben, dann konnten wir weitermachen, einen Film fertig machen. Wenn dann ein Film fertig war, konnte man mit dem wieder ein bisschen Geld kriegen. Wir haben den Film nach Holland verkauft, nach Schweden verkauft, den ersten. Haben dann ein bisschen Geld davon gehabt, um den zweiten Film zu machen. Dann haben wir das Kellerkino aufgemacht, also unser eigenes Kino, und haben praktisch den dritten Film aus den Einnahmen, die wir abends in der Kasse hatten, haben wir dann am nächsten Tag damit Filmmaterial für den dritten Film gekauft, ne? Also für den Elfenbeinturm. Und also es ist immer so, du hangelst dich praktisch von einer Mark zur anderen, um das Ding dann endlich fertig zu kriegen. Und das ist immer noch so. Warum ist dieser wunderbare Turm verlassen? Spukt es hier? Ein Geist scheint es nicht zu sein. Hatten wir keine Förderung beantragt. Ich wollte sowieso nie wieder Förderung beantragen, weil ich das 20, 30 Mal probiert hatte. Und natürlich, wenn dich keiner kennt, hast du keine Chance. Aber der Typ, mit dem ich zusammenarbeite, Fehim, der so ein bisschen das Management macht, der hat gesagt, Mensch, komm, wir versuchen es nochmal mit dem Exposé. Und als wir gerade beim Elfenbeinturm mittendrin waren in den Dreharbeiten, haben wir für ein, wie das vierte Projekt, für ein Exposé plötzlich von der Filmförderung tatsächlich Drehbuchförderung bekommen.
Also richtig Geld. Und dann mussten wir das Projekt zurückstellen. Also dieser Elfenbeinturm, normalerweise dauert ein Film ein Jahr. Der Elfenbeinturm hat 2 Jahre gedauert, weil zwischendurch das Drehbuch fürs vierte Projekt fertiggestellt werden musste. Und das ist jetzt fertig und die Sache läuft und es sieht auch sehr gut aus. Also das heißt, für das vierte Projekt, das werden wir richtig mit Budget machen, wo auch alle Leute korrekt bezahlt werden können und so, was ja sonst alles auf Freundschaftsbasis ablief. Die Geschichte vom Elfenbeinturm, die ist schon ein bisschen autobiografisch. Also ich habe mal ein Buch geschrieben, veröffentlicht und so, und das kam auch ganz gut an. Und habe dann versucht, ein zweites zu schreiben. Und dieses Ding hat mich unheimlich viel Zeit gekostet. Ich habe das 5-mal umgeschrieben, 1,5 Jahre daran gearbeitet, bin fast wahnsinnig geworden, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Wie gesagt, in 5 verschiedenen Versionen. Und ich habe es dann letztendlich doch aufgegeben und war unheimlich erleichtert, ja, also weil es hat einfach nicht geklappt. Und das ist ja irgendwo auch in dem Film drin und ich bin nicht der Einzige, der sowas versucht. Es gibt eine ganze Menge Leute und das ist eigentlich der Hintergrund zu dem Film. Ja, also die Sache mit dem Turm war total skurril. Eigentlich sollte es eine Mühle sein, eine Windmühle. Weil ich hatte mal im DDR-Fernsehen damals noch einen Bericht über einen, also in dieser Umbruchzeit, einen Bericht über einen Typ gesehen, so einen Einsiedler, der in einer Windmühle wohnt. Und für den, also der hat immer nur da so ein bisschen angebaut, Schafe gehabt und so, für den hat es überhaupt keine Rolle gespielt, dass die Mauer gefallen war. Der hat nachher genauso gelebt wie vorher, also die ganzen Weltzusammenbrüche waren für den vollkommen uninteressant, ja. Und das fand ich so toll und deshalb bin ich auch auf die Idee mit dem Turm gekommen, also beziehungsweise mit der Mühle. Es sollte erst Elfenbeinmühle heißen, weil ich mich so sehr stark an diesen Typ angelehnt hatte. Das fand ich so klasse, dass für den der Mauerfall, hat er gar nicht mitgekriegt. Ja. Und dann haben wir Mühlen gesucht, also hier im Brandenburger Land und selbst in Mecklenburg-Vorpommern. Und die waren alle nichts, also einige waren zu verfallen, ich wollte eine verfallene haben. Andere waren dann renoviert und man roch förmlich, dass da jemand gebastelt hatte. Also das war alles, wir haben mindestens 20 Mühlen besichtigt. Und auf dem Weg zu einer Mühle, zur letzten praktisch, in Mecklenburg-Vorpommern, sind wir durch Zufall an dem Turm vorbeigekommen. Und sind wir dann in den Turm reingegangen und haben gesagt, Mensch, wir nehmen den Turm. Das ist auch viel besser, weil der stehende Begriff heißt ja auch der Elfenbeinturm und nicht die Mühle. Es war also ein Zufall. Wie so vieles überhaupt in den Filmen Zufall ist, obwohl es eigentlich eine Planung gibt. Also es ist eine Mischung aus Planung und Zufall. Das ist bei allen 3 Filmen auch genau dasselbe. Ne? Es gibt immer Sachen, die nicht klappen und du musst sie dann anders machen. Und komischerweise sind die dann meistens die witzigsten. Also ich will noch was sagen, also weil die Leute haben mich immer wieder gefragt nach der Szene mit der Leiter. Ja? Also, immer wieder, wenn das Erste, was die Leute fragen, ist immer das mit der Leiter. Ja, da steht also ein Typ auf einer Leiter und legt sich ein Ei auf den Kopf, um Konzentrationsübungen zu machen. Und das war nicht meine Idee. Ich wollte eigentlich, dass der Typ mit dem Ei auf dem Kopf also um einen Baum rennt. Ja, also versucht, das Ei so zu balancieren und um den Baum zu rennen. Bloß das war gar nicht machbar. Das sah auch im Bild überhaupt nicht gut aus. Und er sagt, weil dabei war, es war ein Fahrer, der war nur einmal dabei und er hat gesagt, Mensch, wieso stellst du dich nicht auf eine Leiter? Wir hatten auch durch Zufall eine Leiter dabei. Dann habe ich sofort gesagt, klar, Leiter ist klasse. Also es ist so, der Elfenbeinturm, das ist ja ein Film über jemanden, der irgendwie aufs Land geht, um seinen großen Roman zu schreiben, ja, also in so einem Turm sich einnistet. Und eigentlich war im Skript, also wir haben ein richtiges Skript, also einen roten Faden in der ganzen Geschichte. Ohne Drehbuch wäre es ganz undenkbar, sowas zu machen, aber wir improvisieren immer sehr viel. Also um es kurz zu machen, in dem Skript gab es eine magische Ziege, ja, die also magische Mohrrüben findet.
Und diese Ziege fand ich, ich finde Ziegen klasse, ja. Also ich fand diese Idee der Ziege unheimlich gut und wir hatten auch tatsächlich vom Kinderbauernhof eine Ziege besorgt. Aber die war so schwer und hat vor allen Dingen nie das gemacht, was wir wollten, so dass ich wirklich tagelang das Gefühl hatte, wir können dieses Projekt nicht verwirklichen, weil die Ziege einfach so schwierig war, ja. Aber wie gesagt, nach Tagen des Selbstzweifels und der Depression auch, bin ich einfach drauf gekommen, dass wir vielleicht einen Hasen nehmen könnten, weil der viel kleiner ist und viel leichter. Und wir haben dann auch so ein kleines Häschen gefunden, weil der isst ja auch Karotten. Die Karotten sind ganz wichtig im Film. Und mit dem Hasen hat es geklappt. Und seltsamerweise hat der Hase, der war unheimlich gut, der hat Einfälle gehabt oder hat Sachen gemacht, die unheimlich gut reinpassten, die wir gar nicht geplant hatten. Ja? Und die sind alle im Bild. Ja, also es gibt ein Kapitel, der die Filme alle, das ist auch noch eine Gemeinsamkeit der drei Filme, alle Filme sind in Kapitel unterteilt sozusagen, haben sogar also eigentlich was Literarisches. Ein Kapitel heißt Der Fluch des weißen Blattes. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder kennt, der irgendwie was mit Schreiben, mit Kultur, mit Journalismus im weitesten Sinne zu tun hat. Einfach, wenn man dazu gezwungen ist, was aufs Blatt zu kriegen und man schafft es einfach nicht. Das ist ein unheimlich mieses Gefühl, sich selbst vorgenommen zu haben, nun ein unheimlich tolles Ding abzuliefern, sei es jetzt ein Artikel oder eine Kurzgeschichte oder ein Buch, und es dann einfach nichts aufs Blatt zu kriegen, also keinen Einfall zu haben. Einfach dieses weiße Blatt, und dieses weiße Blatt ist irgendwann dann auch für einen so eine richtige, ja, ein Schlag ins Gesicht, weil man es eben nicht schafft, was drauf zu kriegen. Woher? Wohin? Und warum? Ja, das mit dieser drei ist nicht drei, sondern eine Sekunde zu spät. Das kenne ich, dieses Gefühl. Also gerade wenn man mit einer Frau flirtet und so, und man hätte eigentlich im richtigen Moment sagen müssen, hey, hallo. Ja, aber es ist schon eine Sekunde zu spät. Wenn man jetzt hey, hallo sagen würde, dann wäre es nicht mehr elegant. Und diesen Moment habe ich also in meinem Leben mindestens schon 100 Mal verpasst, ja, oder noch mehr. Und es ist bei mir auch so, komischerweise, es gibt Leute, ich habe immer Leute bewundert, die sehr schlagfertig sind. Ich bin nicht besonders schlagfertig, aber mir fällt immer ein guter Witz ein. Aber erst so 1-2 Minuten später, und dann zieht er nicht mehr. Ja? Deshalb mache ich vielleicht auch Filme, weil da kann man länger drüber nachdenken über den Witz. Ja, also es gibt eine Szene im Film, wo der Protagonist Blähungen hat, weil er sich zu viel von Beeren und Nüssen aus dem Wald ernährt hat. Und er versucht eben durch gewisse gymnastische Übungen jetzt die Blähungen schneller loszuwerden. Und diese Übung, die im Film ist, die ist authentisch. Die ist authentisch. Die ist recherchiert und die funktioniert. Musik ist für mich entscheidend und ich weiß auch ganz genau, was ich haben will. Also meistens sind es so südamerikanische Rhythmen, Musette-Musik aus Frankreich und so. Das kommt irgendwie gut. Eingängige Sachen auch. Das kommt gut im Film. Und es passiert dann einfach so, dass ich mit zwei Musikern zusammenarbeite, ich dahin gehe, denen erkläre, was ich haben will, zum Beispiel sage Barstimmung, Bistro, Paris, ja, und dann machen die was. Und dann hören wir uns das gemeinsam an, reden wir drüber, dann sagen wir, ja, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen Schlagzeug reinmachen oder da machen wir eine Oboe rein oder so. Es ist also ein sehr künstlerischer, sehr, sehr langer Prozess eigentlich mit sehr viel Arbeitsaufwand. Aber das Resultat ist eigentlich sehr gut geworden, finde ich. Und wir haben jetzt sogar eine
weil die Leute immer wieder nach der Filmmusik fragen, haben wir eine CD rausgebracht zur Trilogie. Ja. Und das kommt auch sehr gut an. Also wir haben sehr viele positive Stimmen gehört zu der CD und der Filmmusik. Ja, also wie gesagt, die ganze Geschichte, das ist natürlich überhöht. Irgendwo hat es auch was Märchenhaftes, das ist alles übersteigert. Aber im Prinzip ist alles das, was im Film ist, irgendwo so oder so ähnlich auch erlebt. Also nur das interessiert mich auch. Also mich interessieren Filme, wo ich merke, dass derjenige oder diejenigen, die den Film gemacht haben, da auch wirklich drin sind. Das ist deren Lebensgefühl. Es muss nicht alles genau so sein, wie es gewesen ist oder so. Aber wenn diese Filme echt sind, das heißt, wenn der Film was damit zu tun hat, dass es ein echtes Problem von dir ist oder eine echte Sache, die du durchlebt hast, dann interessiert es mich und dann finde ich es gut. Und das ist eben genau das Konzept, was wir verfolgen. Also nur Sachen zu machen, die wir auch wirklich erlebt haben. Also der Film ist zu sehen, alle drei Filme sind zu sehen im Kellerkino in der Dresdner Straße 125 in Kreuzberg. Und ja, da laufen sie täglich und meistens kann man auch die Leute, die irgendwas damit zu tun haben, also irgendjemand ist immer da, der auch was damit zu tun hat. Das ist also sehr persönlich, sehr zum Anfassen. Eigentlich jeder kann überall reingucken, wenn er will, kann sich den Projektor angucken oder die Schneidetische oder was auch immer. Ne?